Seit Tagen macht das Gerücht die Runde. Es gibt eine heiße Nachricht über die Suche nach dem Higgs-Teilchen. Auch die Südafrikanerin Heather Gray wartet in Lindau gespannt auf die angekündigte Pressekonferenz über das ominöse Teilchen, das der Materie ihre Masse geben soll. Nobelpreisträger aus aller Welt, sonst stehen sie im Rampenlicht. Jetzt aber sind es die Wissenschaftler am Europäischen Kernforschungszentrum CERN. Live-Schaltung nach Genf. Als Laie behaupte ich mal, wir haben es. Glauben Sie nicht? You agree? Auch in Lindau Begeisterung und eine erste Einschätzung. Das ist ein historischer Tag für uns alle, absolut historisch. Sie haben ein gigantisches Projekt gestemmt, der Bau des Teilchenbeschleunigers, die Analyse der Daten und der Abgleich mit der Theorie. Eine großartige Leistung, riesig. Heather Gray arbeitet am CERN. Sie war sogar an der Jagd nach dem Higgs-Teilchen beteiligt. Wir brauchen noch mehr Zeit. Wir müssen erst mal verdauen, dass wir ein ganz neues Teilchen gefunden haben. Und das müssen wir genauer kennenlernen. Dann erst wissen wir, was es für das große Ganze bedeutet. Zeit für ein bisschen Entspannung und eine Stärkung. Und dann stehen Sie wieder im Mittelpunkt, die kleinsten Teilchen und die Nobelpreisträger. Wie Martinus Feldmann, Physikpreisträger von 1999. Der Niederländer hat wichtige Beiträge zum physikalischen Modell der Welt gemacht, das durch die Entdeckung des neuen Teilchens bestätigt wurde. Ausblicke in die Zukunft der Physik gibt George Smoot. Das Rätsel der dunklen Materie. Sie hält die Galaxien wie ein unsichtbares Gerüst zusammen. Das Beste ist, dass man Vorlesungen aus allen Bereichen der Physik hört, sodass man etwas über jedes Teilstück lernt. Sie tragen es sehr klar vor, sodass es leicht zu verstehen ist. Andere junge Wissenschaftler kennenzulernen, das ist für mich wichtig in dieser Phase meiner Laufbahn. Und natürlich die Nobelpreisträger zu hören. Die bestimmen doch den Weg mit, den die Wissenschaft in Zukunft gehen wird. Das ist wirklich eine tolle Erfahrung. Nachmittags dann stehen Gespräche in kleinen Gruppen auf dem Programm unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Heather Gray nutzt die Gelegenheit zu einem Zweiergespräch über die Forschung am CERN. Sind Sie gespannt, was die Wissenschaftler erzählen? Natürlich, ich bin ja auch einer. Wussten Sie das nicht? Es ist eine Ehre. Er gehört zu jenen, über die man im Physikstudium etwas lernt. Was ich wirklich mag, ist, ihn als Menschen kennenzulernen und nicht nur als Namen im Lehrbuch. Ich kann so besser verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Das habe ich davon. Ja, und man versteht die Relativität der Dinge. Auch die Lindauer können an der Tagung teilnehmen und beim Barbecue die Elite der Wissenschaft kennenlernen.